Liebe Freundinnen und Freunde des Klostergartens, liebe Freundinnen und Freunde des Franziskanerklosters, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem leider nur virtuellen Rundgang durch unseren Klostergarten. Unsere Obstbäume sind in der Blüte, Pfirsich, Kirsch und Apfelbäume. Wir wollten eigentlich Sie alle gerne einladen, dass Sie nicht nur sehen, sondern auch riechen und hören, was hier im Garten ist, aber Corona macht uns einen Strich durch die Rechnung. So wollen wir wenigstens ein bisschen was fürs Auge tun. Ich stehe hier im Vorgarten des Franziskanerklosters, hinter mir der Brunnen, der anlässlich des 350. Gründungsjahres gestiftet worden ist. Franziskus, Wasser ist ja immer etwas, hat immer etwas mit dem Leben zu tun. Wir hören die Autos, wir sind einfach mitten in der Stadt, das unterscheidet uns von abgelegenen Klöstern. Wir Franziskaner sind Menschen der Stadtseelsorge, aber trotzdem mit Franziskus und den Tieren und dem Garten haben wir doch immer wieder eine gute Rückbindung, eine Erdung für unser Leben. Und ja, schauen Sie sich einfach an, was der Garten zu bieten hat. Herzlich willkommen und ja, schöne Minuten.